Es gibt einen Ort wie keine anderen auf der Welt. Es heißt, um dort zu überleben, muss man verrückt sein wie ein Hutmacher. Glücklicherweise bin ich das. Langsam öffnete Weston seine Augen wieder. Ihm tat alles weh, besonders der Rücken. Was war denn nur los? Er konnte sich kaum noch an das erinnern, was als letztes passiert war. Irgendwo tief in seinem Hinterkopf saßen Bilder, wie er sich in den Hals eines Mannes festgebissen hatte. War das ein Mann oder war es vielmehr ein Monster? Irgendwie konnte Weston das nicht mehr sagen. Dafür kroch eine Angst in ihm hoch, die er so nicht von sich kannte. Eine Angst, die ihn betäubte und seinen Hals zuschnürte. So wie Daryl ihn angesehen hatte, musste Dane ihn doch jetzt hassen. Vermutlich würde er nie wieder mit ihm reden und das machte ihm unglaubliche Angst. Erst als er langsam wacher wurde, spürte er, dass er bei jemandem auf den Armen lag. Erstaunt sah er Tetsuya an, der sanft lächelte. »Guten Morgen, Sonnenschein. Na, ist da jemand wach geworden?« Sein Blick war sanft und warm, was Weston ein wenig verwirrte. Irgendwie hatte er mit einer anderen Reaktion gerechnet, aber es fühlte sich gut an, nicht abgestoßen zu werden. Als dann auch Daryl kam und ihn besorgt musterte, verschwand der Knoten in seinem Hals langsam wieder. »Und geht's dir wirklich gut? Du hast im Kampf ganz schön was abbekommen. Wir können nur hoffen, dass wir nicht noch so ein Vieh finden, sonst haben wir ein Problem.« Weston konnte es noch immer nicht glauben und schüchtern sah den berührungsscheuen Jungen an. Hast du gar keine Angst vor mir?« flüsterte er leise. »Ich habe Angst, dass du mich jetzt nicht mehr ansehen kannst oder dass du böse auf mich bist.« Jetzt war es Daryl, der erstaunt war und den Kopf schüttelte. »Blödsinn, wie kommst du denn darauf? Du hast uns allen das Leben gerettet, warum sollte ich böse auf dich sein? Wenn wir dich nicht gehabt hätten, dann wären wir jetzt alle tot.« »Klar, im ersten Moment hat es mir Angst gemacht, das gebe ich zu«, gestand er leise. »Aber du hast uns nichts getan.« Weston kauerte sich auf den schützenden Arm ein wenig zusammen. »Aber ich habe schon einem Menschen, der mir sehr wichtig ist, etwas getan. Ich habe Wakajima getötet. Das wollte ich nicht, aber in der Höhle ist es einfach mit mir durchgegangen. Weißt du, wie weh das tut? Wie schrecklich ich mich fühle? Er fehlt mir so sehr und ich weiß, dass er tot ist. Jetzt weiß ich auch, dass er hier als Kind wiedergeboren wird und mich vergessen hat. Das tut so weh. Ich will ihn wiederhaben.« Wimmernd krallte er sich an Tetsuya, der ihn beruhigend in seinen Armen wiegte. Daryl lächelte sanft und griff nach seiner Hand. »Weston, du hast in solchen Momenten nie die Kontrolle über dich gehabt, das hast du selbst gesagt. Ich weiß noch. Damals habe ich immer gedacht, dass du wirklich verrückt bist und dass es sowas wie Werwölfe nicht gibt. Aber diesmal hast du uns beschützt. Du hast für uns gekämpft und uns gerettet. Das andere war ein Unfall, da bin ich mir sicher.« Dass gerade Daryl jetzt seine Hand hielt und ihn sanft ansah, beruhigte Weston etwas. Trotzdem schämte er sich schrecklich. Wegen ihm war Wakajima tot und der Arzt bedeutete ihm so viel. Er wollte ihn wiederhaben. Und das jetzt, wo er zum ersten Mal für seine Freunde gekämpft hatte und wo klar wurde, dass er dieses Monster in sich kontrollieren konnte, bereute er den Mord an Wakajima noch mehr. Das hätte niemals passieren dürfen. Das alles war total verrückt und hätte nie so geschehen dürfen. Es ging hier um Wakajima, den wohl ersten Menschen, der er einfach akzeptiert hatte, wer und was er war. Warum musste er gerade den töten? Den einzigen Menschen, den er lieben konnte. Auch wenn Weston es nicht sagte, er spürte, wie dieses Gefühl ihm den Hals abschnürte. Wieder kullerten Tränen, die über seine Wangen rannen. Endlich begriff er, warum Wakajimas Tod ihn so sehr mitnahm. Er war verliebt und er wollte den jungen Arzt wieder in seinen Armen halten können, wollte sich an ihn pressen und sich eng an ihn drücken. Daryl musterte seinen Freund schüchtern und hielt dabei weiter seine Hand. Er spürte, was mit Weston los war, dessen Tränen sich gar nicht wieder trocknen ließen. Der arme Junge wollte und konnte sich gar nicht beruhigen, aber Daryl war sich nicht sicher, wie er reagieren würde, wenn er jemanden verlor, den er liebte. Irgendwie schien es doch so, als wäre Weston verliebt. Tetsuya war sich da auch sehr sicher und schmunzelnd trug er den erschöpften, zusammengesunkenen Jungen durch die Gänge und er hoffte, sie würden einen Ausweg finden, einen Weg durch das Labyrinth, ohne dass er noch einmal kämpfen musste. Das würde Weston nicht noch einmal schaffen.
Icky war unglaublich erleichtert, dass er Rosa endlich wieder in seinen Arm halten konnte. Fest drückte er sie an sich und er war sich sicher, dass er sie nicht noch einmal loslassen würde. Auch wenn er am Anfang nur gesagt hatte, er würde sie heiraten, weil er es musste, war sie mittlerweile zum Mittelpunkt seines Lebens geworden. Rosa war ihm wichtig und dafür hatte er auch sein Königreich verlassen. Selbst wenn er jetzt kein Prinz mehr war, Rosa war ihm wichtiger als jeder Titel der Welt. Sanft streichelte er durch ihre Haare und sah sie an. »Weißt du eigentlich, dass ich mich wirklich in dich verliebt habe?«, flüsterte er leise. »Ich werde dich niemals wieder loslassen. Dafür liebe ich dich viel zu sehr.« Rosa wurde rot und schluckte schüchtern. Wie sollte sie damit umgehen? Das fragte sie sich die ganze Zeit, denn es gab wichtigere Dinge, als sich jetzt die Liebe zu gestehen. Aber wenn sie ehrlich war, dann war das genau das, was sie hören wollte. Der Prinz hatte ihr Herz erobert, auf eine recht eigentümliche Art und Weise. Auch wenn er manchmal arrogant war und auch wenn er unbeholfen war, weil er oft nicht wusste, wie er mit dem Mädchen umgehen sollte, so war er doch genau der Mann, den sich Rosa immer gewünscht hatte. Ein Mann, in dessen Armen sie vergessen konnte, was sie erlebt hatte. Zum ersten Mal fühlte sie sich bei einem Mann geborgen. Er gab ihr Sicherheit und das wollte sie niemals wieder hergeben. Schüchtern kuschelte sie sich an seine Brust und sah ihn unsicher an. Icky musste lächeln, weil er spürte, was in dem Mädchen vor sich ging. Rosa musste nicht mit ihm reden. Es war, als wäre er mit ihr verbunden und als konnte er spüren, was in dem jungen, wunderschönen Mädchen vor sich ging. Sanft legte er seine Lippen auf ihre und seine Arme legten sich eng um sie herum. Dass sie ihn nicht wegschubste, machte ihm klar, dass sie genauso für ihn fühlte, wie er für sie. Erst als sich jemand leise hinter ihnen räusperte, drehten sich die beiden um. Rosa war hochrot um die Nase, während Icky sie glücklich an seine Brust drückte. Das war genau das Bild, was Nara Joni hatte sehen wollen. Seufzend raufte er sich die Haare, musste dann aber doch lächeln. »Pass mir ja gut auf sie auf, sonst bekommen wir noch gewaltigen Ärger, weißt du das? Immerhin bedeutet mir das Mädchen eine Menge.« Das gab er einfach so zu, aber Icky hatte auch so gespürt, dass er in Narayo durchaus einen Konkurrenten hatte. Darum drückte er Rosa leicht beschützend an sich und schnaufte ein wenig. »Keine Sorge, ich werde das Mädchen bestimmt niemals wieder hergeben. Warum bist du hier?« Eigentlich wollte er in seiner Schmusestunde gar nicht gestört werden. Gerade kamen die beiden sich mal näher und dann kam wieder irgendwas dazwischen. Seufzend senkte Narayo seinen Blick, weil er es kaum ertragen konnte, das Mädchen in den Armen eines anderen Mannes zu sehen. Das tat schrecklich weh. »Ich sollte euch suchen, weil wir mit den anderen jetzt besprechen wollen, wie wir weitermachen. Da sind noch zwei aufgetaucht, die nach euch suchen. Jetzt sind, glaube ich, so ziemlich alle wieder da. Jedenfalls wollen wir besprechen, wie wir weitermachen, und ich denke, dabei solltet ihr auch mitreden.« Rosa sah ihn sanft an, und es tat ihr leid, den Mann so leiden zu sehen. Er hatte ihr geholfen und sich um sie gekümmert. Natürlich hatte sie ihn in ihr Herz geschlossen, aber für Icky empfand sie einfach mehr. Er war anders als die anderen Männer, und das hatte am Ende dafür gesorgt, dass sie seinem Drängen nachgab. Wenn jemand sie glücklich machen konnte, dann wohl der junge Prinz. Narayo sah sie traurig an, lächelte dann aber sanft und streichelte über ihre Wange. In diesem Moment konnte er gar nichts sagen. »Dann komm, lasst uns zu den anderen gehen«, meinte er leise. Gehörte er jetzt zu der Gruppe dazu oder war er nur ein Fremder, der dazwischen gerutscht war und jetzt nach einiger Zeit wieder gehen musste? Diese Vorstellung war nicht gerade schön, aber durchaus denkbar. Es konnte sein, dass sie sich niemals wiedersehen würden, wenn diese Schlacht geschlagen war, und das tat dem jungen Mann noch mehr weh. Eigentlich wollte er wenigstens mit Rosa befreundet bleiben, wenn er sie schon nicht lieben durfte. Icky musterte seine Freundin besorgt, und einen Augenblick lang fragte er sich schon, ob er sie nicht zu sehr beeinflusste. Wollte sie ihn wirklich, oder war das nur, weil er nicht aufgehört hatte, sie zu nerven? Nein, Rosa würde nie einen Mann küssen, den sie nicht küssen wollte, da war er sich sehr sicher. Bisher konnte sie sich auch immer gut wehren, wenn da etwas geschah, was sie nicht wollte. Jetzt musste er an ihre Gefühle glauben, und auch wenn sie ihm nicht sagen konnte, dass sie ihn liebte, spürte er eine Verbindung zwischen ihnen, die keiner leugnen konnte. Tief in Gedanken versunken, machte sich Raoul auf den Weg zu Alvaro, den er jetzt hinzuziehen musste. Das hier war auch sein Kampf. Er hatte sie um Hilfe gebeten, und jetzt, wo sie das Schloss stürmen mussten, brauchten sie die Hilfe von jemandem, der sich auskannte.
Allerdings kam er nicht weit, denn auf einmal griff eine kleine Hand nach seiner und er hörte jemanden leise schluchzen. Erstarrt stand Raoul da, und scheu musterte er Shin, dessen Tränen ihm die Kehle zuschnürten. »Shin, was machst du denn hier?« flüsterte er leise. Yin war schon vorgegangen. Raoul war nach seinem Eintreffen gegangen und hatte dadurch nicht mitbekommen, dass Shin ebenfalls zurückgekehrt war. »Das war doch verrückt.« Der junge Prinz schluckte und klammerte sich an die Hand, die er ergriffen hatte. »Ich bin so froh, dass ich dich wieder habe«, flüsterte er leise. Jetzt wusste Raoul gar nicht mehr, was er machen sollte. Alvaro verlangte eine Entscheidung von ihm, was kein Wunder war. Immerhin wollte er keinen Mann an seiner Seite haben, der auch noch andere Eisen im Feuer hatte. Aber wie sollte er jetzt mit Shin umgehen? Der Junge war doch beinahe schon abhängig von ihm und war jetzt nur hergekommen, weil er ihn vermisste. »Du hast mir so gefehlt. Wo willst du hin?« wollte Shin wissen, der seine Gefühle langsam nicht mehr im Griff hatte. Diese Liebe, die er für Raoul spürte, war schon so lange da und er hatte so viel mit ansehen müssen. Selbst wie Raoul mit einem anderen schlief, hatte er ertragen. Und noch immer erliebte er den starken jungen Mann. Sollte das alles umsonst sein? Raoul wusste nicht, was er sagen sollte, zog Shin dann aber einfach an seine Brust und drückte ihn an sich. Es fiel ihm so schwer, sich zu entscheiden, bis zu dem Moment, in dem Shin vor ihm gestanden hatte. Was musste der zerbrechliche Junge alles auf sich nehmen, um zu ihm zu kommen? Und das alles nur, weil er bei ihm sein wollte? Raoul spürte, wie sein Herz schneller schlug, und es fühlte sich grausam an, dass er nicht schon früher zu seiner Liebe gestanden hatte. Der Junge tat alles, um von ihm wahrgenommen zu werden, und was tat er? Er musste Shin schrecklich verletzt haben. Sanft legte er seine Lippen auf die des jungen Prinzen, der sein Glück noch gar nicht fassen konnte. »Es gibt da etwas, das ich noch tun muss. Einen Freund, der uns um Hilfe gebeten hat und den ich noch dazu holen muss. Lass mich bitte noch einmal mit ihm alleine reden. Es gibt da noch über etwas, worüber ich mit ihm sprechen muss.« Unsicher sah Shin zu dem Mann, an den er sein Herz verschenkt hatte, doch der sah ihn beruhigend an. Sanft legte er seine Lippen wieder auf die des zerbrechlichen Wesens und naschte von den sündigen Lippen. Nervös sah Shin ihm nach, denn er wusste nicht, was das zu bedeuten hatte oder mit wem Raoul jetzt noch reden wollte, aber vermutlich würde er ihn bald kennenlernen. Für Raoul war diese Entscheidung nicht leicht gewesen. Irgendwie hätte er nie damit gerechnet, seinen persönlichen kleinen Prinzen noch einmal wiederzusehen. Doch jetzt war Shin da, und was er alles auf sich genommen haben musste, um zu ihm zu kommen, war beeindruckend. Das musste doch Liebe sein, sonst hätte er das alles nicht getan. Wie sollte er das jetzt Alvaro beibringen? Als er bei dem jungen Magier im Keller stand, spürte der sofort, dass etwas nicht stimmte. »Du hast dich entschieden, habe ich recht«, flüsterte er leise, denn die Miene von Raoul sprach tausend Bände. In diesem Moment musste er gar nichts mehr sagen. Warum auch? Dieser Blick sagte mehr als tausend Worte jemals gekonnt hätten. Raoul fuhr sich schüchtern durch die Haare, nickte dann aber mit einem leisen Seufzen. »Ja, ich habe mich entschieden. Und leider nicht für dich«, gestand er leise ein. Warum fühlte er sich so mies? Die Gefühle für Shin waren noch da, aber auf der anderen Seite war es auch schwer, den Magier so sehr zu enttäuschen. Alvaro senkte seinen Blick. In den letzten Tagen waren er und Raoul sich immer näher gekommen und die Gefühle, die er entwickelt hatte, wurden jetzt schwer verletzt. Aber im Grunde war er doch selbst daran schuld. Genau das hatte er gewollt. Was er verlangt hatte, war eine Entscheidung von Raoul und die hatte er gefällt. Tränen brannten in seinen Augen, aber was hätte er machen sollen? Die Entscheidung war gefallen, und das nicht für ihn. Mit einem bitteren Lächeln sah er zu Raoul und schluckte die Enttäuschung und die Tränen herunter. »Bist du nur hergekommen, weil du mir das sagen wolltest?« Raoul hätte den verzweifelten Jungen am liebsten in den Arm genommen, aber er wusste, dass dieser das jetzt nicht wollen würde. »Nein«, meinte er darum so ruhig wie möglich. »Ich bin hier, weil wir das Schloss stürmen wollen, und du solltest dabei sein.« Und das brauchte Alvaro jetzt auch. An diesem verdammten Masamune würde er seinen gesamten Frust auslassen.